So, ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit RimWorld. Ja, wir sind hier gerade noch am Ausbau vom Labor, eigentlich schon fertig und endlich gibt es hier keinen Durchgang mehr zum Kühlraum. Jetzt hätte ich aber gerne, dass die hier nochmal ein bisschen weiter forschen in Richtung dann dem fortschrittlichen Hightech-Labortisch-Gedönsen. Ich sehe gerade, hier oben können wir auf jeden Fall auch noch eine Stehlampe reinmachen. Ein bisschen dunkel sonst. So, und hier das können wir abreißen. So, machen wir noch ein paar Verschönerungsarbeiten. Dann gibt das hier alles auch noch Holzboden. Das hier auch. Und dann ist das hier alles ein Waffenlager. Ah, die reißt gerade alles ab. Perfekt. Okay, Möbel. Oh, bing, bing, bing. Was ist hier los? Moment. Ach, unser Jeff wieder. Der hat ja das Problem, dass seine Lolly, ich glaube, seine Mutter gewesen, gestorben ist. Da ist er noch gerade am Trauern. So. Hier brauche ich eigentlich überhaupt keinen Abstand haben, ne? So nicht. Perfekt. Perfekt. Hier ist auch noch genug Holz. So, dann gibt es nämlich hier so meinen Werkraum und das hier. Ja, brauchen wir nachher auch nicht mehr. Bau mal hier hin, damit das schon mal ein bisschen laborig wird. Und auch so ein paar andere Sachen kommen da ins Labor. Sowas jetzt noch nicht. Eine Werkbank und so. Schmiede, nee. Aber später vielleicht irgendwelche Produktionsstätten können wir da auf jeden Fall auch mit reinmachen. Nicht wahr, Leute? Ah, da gibt es sogar noch. Nee, sah nur so aus. Da gab es doch kein Holz mehr. Das kannst du auch. Der Luchs. Nee. Tut das Skelett denn auch mal irgendwann Skelett weggehen? Bestimmt, oder? Sonst liegen hier überall Millionen Skelette rum. So, wie sieht's aus? Noch ein Regal. Bam, da haben wir schon die Waffenkammer fertig. Das sieht doch ganz gut aus. Und dann versuchen wir morgen mal hier endlich die Forschung fertig zu kriegen. Das macht unsere Jenny. Würde ich sagen. Ein Muffalo ist verrückt geworden. Und jetzt? Jetzt läufst du hier rein und was passiert dann? Du läufst nicht da rein. Hallo? Bist du blöd? Hm, was macht denn jetzt das Muffalo? Ist in die eine Falle hier oben gelaufen. Ich habe gewusst, warum ich es da hingestellt habe. Bam! Und nächste Falle. Bam! Die Fallen sind echt schon brutal, ey. Leck mir am Arsch, was hier. das hat hier ganz schön was abgekriegt. Das Viecher gibt lecker Essen. Würde ich sagen. Oh, eine Sonneneruption. Die Vielzahl elektrischer Teilchen stört elektrische Geräte und macht diese unbrauchbar. In einem Tag sollten die wieder funktionieren. Okay, jetzt sollte vielleicht keiner gerade angreifen. Und du Muffalo, du stirbst jetzt eh gleich. In 3 Stunden. Ah, du blutest mir hier alles voll. Lauf doch mal hier rein, nochmal hier in so ein Ding. Oder werd bewusstlos, ist auch okay. Gut. Also, heute bitte kein Überfall. Ich habe gerade keinen Strom. Das heißt, meine Verteidigung ist auch nicht so prickelnd. So, Jenny, was machst du? Du isst was. Und jetzt? Nee.
Wieso kannst du nicht forschen? Hä? Soll das? Wieso kann sie jetzt nicht forschen? Wer war noch gut im Forschen? Ich glaube. Jeff? Willst du forschen? Auch nicht. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Erfolg langfristig, ja, das ist mir schon klar. Muss da die Freckles das zu Ende machen? Nee. Wieso kann ich das jetzt nicht machen? Wenn ich das umstelle, ist das alles weg? Nee. Das kann ich nicht priorisieren. Da muss ich wahrscheinlich ihr sagen, sie darf nichts anderes machen. Was passiert? Achso, die Schlagfalle. Okay. Ja, hier. Needles. Das gibt richtig Fleisch und wir haben hier auch richtig viel Essen jetzt. Das Lager ist voll. Richtig voll. Okay. Ihr seid jetzt alle am Ernten. Da würde ich jetzt aber sagen, Jenny, dann machst du das jetzt einfach mal nicht. Also auf Priorität 3. Das hier auch und das hier auch. Genauso wie bauen. Oder wir sagen mal alles auf 2. Schmieden soll sie auch nicht. So, dann müsstest du doch eigentlich forschen gehen. Wenn du da fertig bist. Jawohl. Geht doch. Ich kann die nicht direkt zuweisen zum Forschen. Die müssen also Zeit haben, sozusagen. Gut. Fallen sind wieder alle da. Es war echt nicht schlecht hier. Und vielleicht macht hier auch noch Fallen Sinn. So, hier an die Ecke. Wenn die dann hier so rumkommen, dass sie erstmal in eine Falle tappen. Und wenn die von unten kommen, vielleicht hier auch. Und hier auch. An diese Ecken, so. Sonnensturm ist vorbei. Das heißt, meine elektrischen Geräte funktionieren wieder. Das freut mich doch. So, haben wir genug Holz für diese ganzen Fallen? Ja, genug. Hier ist ja massig Holz. Massig Holz, massig Holz, massig Holz. So. Forschung abgeschlossen. Gut, dann müssen wir jetzt hier mal weitermachen. Erstmal. Ich will nämlich dieses Teil, damit ich dann hier noch den Analysator machen kann. Da brauchen wir aber dann mit Sicherheit auch Bauteile. Deswegen machen wir hier nochmal so eine Probebohrung. Mir aus hier durch. So vielleicht. Hier noch. Gucken wir halt mal, ob da vielleicht Bauteile sind. Ist noch irgendwo ein größeres? Hier habe ich schon welche gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht sind da noch welche, aber ich probiere mein Glück lieber nochmal hier. So. So. Komm, und hier. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Weil im Moment kommt ja hier keiner. Es gibt doch auch wo man dann mit den Schiffen handeln kann. Wo ist das denn? Dieses Geräusch mag ich nicht. Tierkrankheit. Der Gordon ist an Grippe erkrankt. Mensch, Gordon. Mensch, Gordon. Ja, behandel den mal, Jenny. Go, go, go. Ah, der Jeff macht schon. Okay. Genau, nee, das meine ich nicht. Hier ist dann der Vitalmonitor. Kommt es erst so spät? Nee. Ah,
Ja, das ist so ein Sender und damit kann ich dann handeln mit ich glaube, das ist das hier, oder? Suborbitale Transportkapseln, mit denen Personen und Vorräte schnell über weite Strecken transportiert werden können, kann für Überfälle, schnelle Reisen, das Verschicken von Geschenken und viel mehr verwendet werden. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das das hier ist. Das hier ist, glaube ich, nur zum Aufspüren wieder von Sachen, also von Rohstoffen. Das hier wäre natürlich auch noch nicht schlecht. Tja. Ne, wir lassen es jetzt mal bei der Mikroelektronik. Die gute Jenny, die forscht und forscht. Die soll jetzt mal da forschen, das wird jetzt eine Weile gehen. Aber dem Jeff geht's überhaupt nicht gut. Jeff. Zurückgewiesen. Ach nein. Hat es aber auch schon bei jedem probiert, ne? Bei Freckles und bei Bautista auch schon. Durchnässt, wieso denn immer in der Dunkelheit? Ja, hä? Was ist denn hier so dunkel? Hier oder was? Oder da? Soll ich da auch noch ein Licht reinmachen? Hier? Das ist doch Quatsch. Er soll sich mal nicht so anstellen, ey. Wurde beleidigt, in der Kälte geschlafen. Ist doch nicht so kalt hier drin. Leute, da macht halt hier wieder die Dinger an. Der ist aber auch empfindlich, unser Chef, oder? 33-jähriger, männlicher, Staatsdiener war er. Und als Kind hat er einen Laden besessen, also so diesen Zitronen-Limonaden-Laden vor der Tür. Hier, genau, macht wieder alles hier an, damit der Chef nicht friert. Der muss ja auch mal sauber machen, gerade hier. Und Jenny forscht an einem Tag 160. Ein Wanderer. Eine Dorfbewohnerin namens Scarlett ist angekommen und tritt der Kolonie bei. Ihr Titel ist Mitbewohner. Oh, okay. Und was bist du so? Ich bin ein Mitbewohner. Sie wird ihren Teil beitragen, aber nicht freiwillig gehen. Okay. Schauen wir mal. Scarlett. Hallo. 51-Jährige. Was kannst du? Kannst auf jeden Fall schon mal schießen. Und Medizin. Und kochen kannst du auch. Handwerk, Kunst. Ja. Bisschen was kannst du machen. Verweigerst schon mal nichts. Schmerzgrenze 60% minus. Scarlett ist schwach und feige. Jedes kleinste bisschen Schmerz führt dazu, dass sie bewegungsunfähig wird. Ach du Scheiße. Andererseits ist sie auch zäh. Scarlett hat eine dicke Haut, zähes Fleisch und sehr stabile Knochen. Sie nimmt viel weniger Schaden als andere Personen und ist sehr schwer zu töten. Aber beim kleinsten Pieks fällt sie um und ist bewusstlos. Eieieiei. So, was haben wir denn für dich? Wahrscheinlich wird die Schrotflinte für dich gar nicht mal so schlecht sein. Komm, die nimmst du gleich mal. So, und dann, du machst natürlich das und das und das. Und Hilfsarbeit auch. Aufseher, da bist du ziemlich gut mit 10. Können wir dich mal hier als Einser machen. Tierpfleger mit 4. Nope. Kochen mit 7, das ist okay. Komm, da kochst du mal mit. Needles musst du es ja nicht alleine machen. Jagen 3,5. Ne. Das macht unsere Fergels. Schmieden, da bist du auch nicht besonders. Schneidern, auch nicht besonders. Du kannst ja ein bisschen Kunst machen von mir aus. Bist du jetzt auch nicht so besonders, aber komm. Handwerk mit 5. Aber Transport und Reinigen. Ja gut, wir haben jetzt noch jemand, der kocht. Immerhin. Die Scarlett.
Was hat die denn an, sag mal? Schutzjacke. Die hat schon einen Revolver dabei, naja. Und eine Schutzjacke, okay. Und sonst aber nichts. Ja, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass Jeff mal wieder verrückt wird. Aber gut, der rennt hier draußen ja rum, stört mich jetzt gerade nicht. So, dann sagt man der Scarlett mal noch, was sie hier zu tun hat und wann. Du darfst dir auch gleich was anziehen. Ich hoffe, du greifst jetzt nicht das Faultier an. Und was macht Needles? Flüchtet und kauert, ja, würde ich auch mal sagen. Rennt da direkt auf ihn zu. Scarlett, willst du mal... Oh, haben wir jetzt hier Uran oder was? Ach, hier, habe ich da durchgegraben, okay. Willst du mal was anziehen, Scarlett? Hä? Wie wär's? Was haben wir denn hier für dich? Hier eine Hose? Nee, die ist nicht so cool. Hier ist doch ein Parker. Oder mal noch ein Parker? Noch ein Parker. Ich glaube, wir brauchen mal noch ein T-Shirt. Kriegst mal ein T-Shirt und eine Hose. Scarlett, hä? Die anderen Sachen sind hier einfach schlecht. Und von der Leiche getragen ist natürlich auch nicht gut. Aber du kannst dir ja mal wenigstens mal den Parker anziehen, hä? Das kannst du doch mal machen, Scarlett. Was hältst du davon? Aber die Schutzjacke. Ach so. Schützt die denn irgendwie was? Oh ja, richtig gut. Aber da muss man den Parker ausziehen. Nee, dann behalt mal das Ding hier. Weil bei dem kleinsten Pieks, da fällst du ja um. Aber du brauchst es halt trotzdem noch eine Hose oder was, ne? Und ein Helm. Noch ein Helm für die Scarlett. So, alle wollen hier runter, aber Jeff steht hier rum. Was ist denn jetzt schon wieder? Freckles ist zusammengebrochen. Warum? Wegen unansehnlicher Umgebung. Ah, Leute, also manchmal... Ne? Es lief jetzt wieder einigermaßen, dass die hier so fit waren. Und wo ist jetzt hier die Umgebung unansehnlich, bitte? Ist doch wunderschön hier alles. Es regnet, okay. Aber hey, es ist Frühling. Es muss ja auch mal regnen. Scarlett spielt Hufeisen. Ja? Nee. Geht jetzt erst Hufeisen werfen spielen, ne? Jetzt gerade gedacht, wo spielt die denn hier Hufeisen werfen? Ah, und wir brauchen noch eine Heizung. Ah, kostet nur ein Bauteil. Dann würde ich doch sagen, hier kommt noch eine Heizung hin. So ist das. So, Jeff, verhungerst du bald mal? Wie sieht's aus? Ja. Und Freckles? Auch. Oh nein, oh nein, oh nein, bitte nicht. Jeff und Needles. Okay, Needles, du gehst sofort hierhin und lässt dich immer gleich behandeln. Und Jeff, du solltest jetzt mal gucken, dass du hier genau... Jeff hat sich wieder beruhigt. Wo ist er? Jeff, du gehst auch einfach sofort hierhin. Schläfst. Jenny. Erstmal das hier machen. Sofort behandeln. Ich habe keinen Bock, dass mir da schon wieder Leute verrecken. Wie sieht's aus? Ja, das wird wieder eng. Jeff, los geht's. Die Jenny behandelt dich gleich. Diese Malaria und Seuchen und aller Scheiß. Das ist echt nicht ohne. So, Scarlett kocht mal was.
Wer macht denn jetzt eigentlich die... Ist das bei Handwerk? Nee, bei Schneidern. Die Freckels. Die schläft. Okay. Die schläft. Und die soll nämlich dann auf jeden Fall... was wollte ich damit machen? Ah, genau, die wollte das hier. Ich soll das hier machen. Erstmal hier schneidern. Damit die gute Scarlett mal eine Hose kriegt. Ja. Und ob die zwei hier die Malaria überleben oder nicht, das seht ihr beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute.